Jedi Fallen Order ist das diesjährige große Star Wars Spiel, welches am 15.11. herauskommt. In diesem Video erzähle ich euch alles, was ihr über das Spiel wissen müsst oder Wissenswertes, falls ihr euch noch unsicher seid. Jedi Fallen Order ist das erste große Star Wars Singleplayer Spiel seit Star Wars The Force Unleashed 2 aus dem Jahre 2010. Es ist ein reines Singleplayer Spiel und hat somit kein Multiplayer und legt großen Wert auf seine Story. Die Story handelt von Cal Kestis, einem Padawan des Jedi-Ordens, welcher der Order 66 nur knapp entkam und untergetaucht ist. Eines Tages ist er gezwungen, einem Kollegen mit Hilfe der Macht das Leben zu retten, dies bleibt allerdings nicht unentdeckt und das Imperium wird auf ihn aufmerksam. Das Spiel spielt circa 5 Jahre nach Episode 3, die Rache der Sith, und daher regiert das Imperium schon über große Teile der Galaxis. Der Jedi-Orden und die Republik, wie man sie aus den Prequels kennt, ist somit nicht mehr existent. Das Spiel ist kanonisch, es handelt sich damit um eine Story, die tatsächlich in die Hauptstory des gesamten Star Wars Kosmos passen wird und auch offiziell Teil dieses ist. Es tauchen auch bekannte Figuren aus Star Wars wie Saw Gerrera auf, die eine bestimmte Rolle im Spiel haben werden, jedoch können diese nicht sterben im Spiel, da wir natürlich wissen, dass es chronologisch gesehen später nochmal einen Auftritt von Saw Gerrera bei Rogue One geben wird. Bei Jedi Fallen Order handelt es sich laut Aussage der Entwickler um eine Jedi-Story, das heißt, dass wir eine lineare Geschichte erzählt bekommen und nicht wie in anderen Star Wars-Spielen die Entscheidung haben werden, uns der dunklen oder aber der hellen Seite anzuschließen. Wir spielen in diesem Spiel also den Guten. Was jedoch nicht linear sein wird, sind die Level im Spiel. Man kann mehrere Planeten in verschiedener Reihenfolge bereisen und erkunden. Es handelt sich hierbei aber nicht um richtige Open-World-Welten, doch bedient sich Jedi Fallen Order dem sogenannten Metroidvania-Prinzip. Das heißt, es sind viele verschiedene Areale zu entdecken, welche teilweise erst im späteren Verlauf erreichbar sind. Es lohnt sich also immer wieder schon zu bekannten Orten zu backtracken, also wieder zurückzukehren, um dann dort nochmal die Umgebung zu erkunden, da man im Verlauf des Spiels neue Fähigkeiten erlernt, mit denen sich neue Wege beschreiten lassen können. Fähigkeiten sind das nächste Stichwort, denn Jedi Fallen Order hat ebenfalls Rollenspielelemente in Form von Skilltrees. Man wird also Level-Ups machen können und dann kriegt man Skillpunkte und die kann man in 3 verschiedene Skilltrees reinpacken. Und die 3 Skilltrees, in denen ihr eure Fähigkeiten verbessern könnt, sind erstens die Lichtschwertfähigkeiten, zweitens die Machtfähigkeiten und drittens eure Überlebensfähigkeiten. Nochmal zurück zum Erkunden der Welt, denn wer fleißig die Welt erkundet und Verstecke entdeckt, der wird mit dauerhaften Verbesserungen belohnt, wie beispielsweise Stims, mit denen sich Cal in brenzlichen Situationen selber heilen kann. Man kann aber auch Teile von Lichtschwertern finden und das wird ebenfalls einen kleinen Teil des Spiels ausmachen, und zwar die Lichtschwert-Customization. Und dort kann man dann sein Lichtschwert nach Belieben optisch anpassen. Ob das auch spielerische Vorteile hat, ist bis jetzt noch nicht ganz klar. In Jedi Fallen Order wird es mindestens 3 Schwierigkeitsgrade geben und der Story-Modus ist der leichteste dieser 3 und der wendet sich an die Spieler, die halt eben eher wegen der Story spielen möchten. Die Kämpfe werden hierbei nicht besonders herausfordernd sein, was jetzt heißt, dass sie nicht langweilig sind oder sowas, aber sie können halt auch ohne perfektes Timing und Taktieren gewonnen werden. Der mittlere Schwierigkeitsgrad soll dann schon herausfordernder sein, wohingegen der schwierigste Schwierigkeitsgrad, Großmeister heißt er übrigens, ein wirklich harter Kampf sein wird, der wohl an Spiele wie Dark Souls erinnern soll. Die Schwierigkeitsgrade sollen sich hierbei nicht nur auf das Leben und den Schaden der Gegner beziehen, sondern halt eher auf solche Sachen wie Taktiken, Zeitfenster zum Blocken und Parieren und solche Sachen halt. Es wird viele verschiedene Gegnertypen geben, die alle anders attackieren und natürlich auch anders geschlagen werden müssen. Es gibt mehrere imperiale humanoide Gegner, wie beispielsweise den Stormtrooper oder aber eben auch den Purge Trooper. Hierbei ist es aber wichtig, dass sie sich natürlich unterscheiden, denn manche Feinde, wie beispielsweise eben der Purge Trooper, sind ausgebildet im Kampf gegen die Jedi und daher viel, viel schwieriger zu besiegen für euch, im Gegensatz zu solchen normalen Stormtroopern. Des Weiteren gibt es natürlich auch verschiedene Tiere, Monster, antike Wächter, Druiden und natürlich auch Bosskämpfe gegen beispielsweise Inquisitoren, die alle mit irgendwelchen verschiedenen Taktiken und Techniken attackiert und halt auch abgeblockt werden müssen. Nun kommen wir noch zu einem Punkt, den vielleicht viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, denn es gibt 3 große Säulen, auf denen das Gameplay von Jedi Fallen Order aufbauen wird, und zwar einmal den Kampf, dann zweitens das Platforming, also sowas wie geschickte Springen und so weiter, und als dritten großen Punkt noch die Rätsel. Alle diese 3 Sachen werden einen großen Teil des Gameplays ausmachen und daher sollte man nicht davon ausgehen, dass es sich rein um ein Spiel handelt, in dem man nur kämpft. Als letzten Punkt haben wir nun noch die Dark Souls-esken Einflüsse im Spiel. Und zwar wird es im Spiel so sein, dass man, wie ich schon erwähnt habe, Erfahrung sammeln kann. Diese gesammelte Erfahrung kann man dann an sogenannten Meditationspunkten einsetzen, um, wie auch schon erwähnt, in den Skilltrees die Fähigkeiten zu verbessern. Diese Meditationspunkte gelten quasi als Checkpoints, denn an diesen wird ebenfalls der Stim-Vorrat aufgefüllt und das Leben von Cal Kestis komplett wiederhergestellt.
Allerdings respawnen ebenfalls alle Gegner in diesem Gebiet. Sollte man im Spiel sterben, wird man die gesammelte Erfahrung, die man bis dahin noch nicht im Skilltree ausgegeben hat, verlieren und man startet ab dem letzten Meditationspunkt. Die Erfahrung ist jedoch nicht komplett verloren gegangen, denn ihr müsst dann den Gegner besiegen, der euch zuvor halt getötet hat, um eure gesammelte Erfahrung zurückzuerlangen. Das System kennt man natürlich aus Sachen wie Dark Souls beispielsweise und es hört sich für Neulinge eventuell sehr schwer an oder sehr fies an oder sowas, aber ich kann euch gleich sagen, das macht einen unfassbaren Ehrgeiz, das schafft so einen unfassbaren Ehrgeiz und macht auch total Spaß, wenn man da erstmal so ein bisschen reingefunden hat. Also von daher, lasst euch da auf jeden Fall nicht entmutigen. Und damit war es das dann eigentlich auch schon mit diesen paar Fakten und Informationen zu Star Wars Jedi Fallen Order. Vielleicht habe ich jetzt dem einen oder anderen nochmal helfen können, der gesagt hat, hey, ich konnte mich vorher nicht entscheiden, kaufe ich mir das Spiel, kaufe ich es mir nicht. Ansonsten, falls ihr euch immer noch nicht entscheiden könntet oder konntet, lade ich euch natürlich gerne ein dazu, das Spiel bei mir anzuschauen. Vielleicht auch einfach nur den ersten Part, um so einen Ersteindruck zu kriegen. Und dann kann man sich ja immer noch entscheiden. Das Spiel kommt, wie gesagt, am 15.11. heraus und dann kann man das selber dann auch spielen. Also von daher, das war's mit dem Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!